Ich grüße euch, liebe Leute, zurück zu einer weiteren Runde von Legend. Aber schon, so. Und wir werden jetzt mal, ich suche immer noch die Köchin Zara, die sich hier in der Mine befinden soll. Oh. Hier unten ist irgendwie profitabler als da oben. Hey, psst. Du da. Was ist? Was machst du da? Die hab ich gar nicht gesehen. Verstecken. Was denn sonst? Vor wem? Vor dem Eintreiber, Frant. Wieso? Wieso? Was? Wieso versteckst du dich hier vor dem Eintreiber Frant? Das ist es ja. Der Typ will mich umbringen. Wieso will er dich umbringen? Ganz einfach. Ich hab ihm in die Eier getreten und verstecke mich. Ich dachte, jetzt kommt so voll so selbst. Ja, ich habe ihn bestohlen, oder? Oder ich habe. Ich habe ihm in die Eier getreten. Also, jetzt reicht es mir. Entweder du erzählst mir die ganze Geschichte oder ich gehe. Ich habe echt keine Lust, dir alles aus den Taschen zu leiern. Hey, ist ja gut. Ich muss nur vorsichtig sein, mit wem ich spreche. Also, ich habe Probleme mit Frant. Der Typ kam vor 5 Tagen zu mir und wollte die doppelte Menge an Schutzgeld. Natürlich habe ich gefragt, warum. Und habe direkt eine aufs Maul bekommen. Einfach so? Ja, der Ben hat einfach so zugehauen. Nur weil ich eine Frage gestellt habe. Nachdem ich mich wieder aufgerafft hatte, griff er mich am Hals und forderte mich nochmals auf, das Gold zu zahlen. Da habe ich die Gelegenheit genutzt und habe ihm kräftigst in die Weichteile getreten. Den Sturm von Flüchen und seinen Aufschrei hättest du hören müssen. Das hat natürlich einige Leute angelockt. Und dann? Ich war da natürlich schon weg und hab mich hier versteckt. Aber wenn er mich zu fassen kriegt, dann bin ich tot. Ich sag's dir. Bitte erzähl den Eintreibern nichts von mir. Alter. Der Typ ist geil, dem helfe ich. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn etwa umbringen? Er ist ein Eintreiber des Triumvirats. Das würde nicht gut gehen. Ach, ich weiß nicht. Am liebsten würde ich von hier verschwinden. Ich kann nicht mehr länger in der Goldmine bleiben. Selbst wenn Frank verschwinden würde, würden mich die Eintreiber mein Leben lang täglich verdreschen für dieses Aufbegehren. Leider ist stets ein Eintreiber vor dem Ausgang der Goldmine, der aufpasst, dass ich nicht abhaue. Ich könnte den Eintreiber ablenken. Das würdest du tun? Sicher. Ist ja jetzt nicht gerade ein Kraftakt. Okay, ich schlüpfe schnell durch, wenn der Eintreiber weg ist. Ich warte dann vor der Mine auf dich, wenn ich durchkomme. Geiler Typ, Alter. Der, also, oberster Respekt. Der bekommt von mir sogar so obersten Respekt, dass ich sogar extra für den einen Safe anlege, Alter. Alter, ist das geil. Das kam so unerwartet. Ja, ich habe ihm in die Eier getreten. Holy shit. Tja, okay. Geile Sache. Aber ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich die Köchin noch, Zara noch nicht gefunden habe. Warte mal. Aha, jetzt bin ich hier. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Okay, verstehe. Da drüben ist der Eingang. Muss mich erstmal kurz orientieren. Jetzt sind wir hier oben, alles klar. Ja, wo ist denn die Köchin? Hey, Rona, grüß dich. Okay, du bist uninteressant für mich. Tja, wo ist denn die Köchin? Ich habe ihm in die Eier getreten. Ah, okay, ich verstehe. Aber das, die Sache ist, das machen wir natürlich erst, sobald ich die Mini wieder verlasse. Aber vorher will ich natürlich hier mit so vielen Leuten wie möglich sprechen, Quests machen und so weiter. Und ich muss zur Köchin. Köchin. Wir haben noch eine Spittihacke. Und Laborwasserflaschen, die natürlich nie schaden können. Ja. Ich frage mich, da könnte die Köchin sein. Da ist 100 Pro dabei. Oh, scheiße. Morgen. Macht ihr gerade Pause oder? Oder hey. Was? LOL, da ist eine nackte Frau.
Gertrud. Boah, der hat aber auch nicht was auf dem Arm, ey. Warum arbeitest du hier? Warum sollte ich nicht hier arbeiten? Das ist das erste Mal, dass ich eine Frau sehe, die sich in den Berg gräbt. Normale Frauen haben ja auch nicht Ruma zum Ehemann. Was ist so schlimm an Ruma? Ich sagte nicht, dass er schlimm ist. Er ist ein guter Ehemann. Aber? Er will möglichst viel verdienen. Ihm hat noch nie gereicht, dass ich den Haushalt mache und nebenbei noch 40 Stunden die Woche geputzt habe. Als er dann von der Goldmine gehört hatte, hatte er die tolle Idee, durch mich eine Arbeitskraft sparen zu können. Jetzt buddel ich hier wie ein beknackter Minecrawler. Geil. Aber bist du denn nicht so... Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn die halb nackt hier nur mit BH zwischen einer ganzen Gruppe Männer arbeitet... Ich meine, ist sie dann nicht so ein bisschen Zielobjekt der ganzen, naja, der ganzen Geschlechtsteile, die die Männer so mit sich rumtragen? Hey. Naja. Oder, okay, nee, der Gedanke ist verstörend, lassen wir das einfach. Wer bist du? Ich bin Furt, ein armer Schlucker. Ich krieg das Schürfen einfach nicht gebacken. Schon seit Monaten haue ich hier auf die Felsen. Bisher habe ich fast noch nichts gelernt. Lediglich die besonders harten Schläge bringen etwas Ertrag. Aber dann ist man nach 5 Schwüngen total ausgepowert. Hast du Probleme mit dem Triumvirat? Probleme? Natürlich! Die nehmen uns Buddler komplett aus und das, obwohl wir bereits Steuerabgaben zahlen. Hat denn keiner von euch probiert, sich dagegen zu wehren? Doch, Mors. Der ist hartnäckig geblieben. Was hat es ihm genutzt? Ah, das ist die Leiche gewesen. Emilias Reichvergnügen. Zusammen mit den anderen Toten. Wieso fragst du die anderen Schürfer nicht nach ihren Geheimnissen? Habe ich versucht, aber keiner will mir helfen. Jeder ist nur auf seinen eigenen Profit konzentriert, damit ihm nach Abzug des Schutzgeldes vom Triumvirat noch genügend fürs Bier übrig bleibt. Kollegen Schweine. Jetzt mal ganz langsam. Erzähl mir zuerst mal vom Triumvirat. Da gibt's nichts zum Erzählen. Die wollen mich kalt machen, weil ich nicht bezahlen kann. Warum solltest du ihnen überhaupt was bezahlen? Hast du Spielschulden? Spielschulden? Ha, schön wär's. Diese Kriminellen nehmen uns den letzten Goldbrocken aus der Tasche. Und das, nachdem wir die Steuerabgaben geleistet haben. Der Traum vom schnellen Geld. Der einzige Grund, wieso wir alle hier sind, ist hier ganz schnell geplatzt. Versteh mich nicht falsch. Zum Leben reicht es. Für gewöhnlich kann ich mir jeden Abend mein Bier leisten. Naja, Essen wird auch immer zu Genüge aus der Stadt geliefert. Wieso kannst du dann nicht bezahlen? Ich habe vor 2 Wochen ruhig vor mich hergeschürft, als es zu knirschen begann. Ich habe mir nichts dabei gedacht und fuhr fort. Als sich plötzlich ein Balken über mir löste, da war es schon zu spät. Der hat mich komplett unter sich begraben. Mit ein wenig Glück konnte ich durch die Hilfe von Morse das Ganze aber noch überleben, weil die Rekruten mich darunter weggezogen haben. Ich konnte mich eine ganze Woche lang nicht rühren und blieb im Bett. Jetzt kann ich meinen rechten Arm immer noch nicht spüren. Deswegen kann ich auch die Abgaben an das Triumvirat nicht mehr aufbringen. Mit einem Arm lässt sich die alte Betsy, meine Spitzhacke, nicht so einfach schwingen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre die kleinen Restklumpen bei den anderen Buddlern einzusammeln. Aber alle scheuchen mich sofort weg. Und diese Typen und ihre Listen, die vergessen nichts. Ich stehe auch noch ausgerechnet auf Franz' Liste. Der Typ ist knallhart und verzeiht niemandem. Wie viel schuldest du denen denn? Ganze 27 Goldrocken. Selbst wenn ich arbeiten könnte, dann würde ich diese Menge nicht in weniger als 5 Tagen hacken können. Die Steuerabgaben habe ich bereits abgezogen und keinen einzigen Roperi für Verpflegung gelassen. Nur um das Schutzgeld zahlen zu können. Wieso gehst du damit nicht zu den Rekruten? Als ob die sich dafür interessieren könnten. Umar ist der Einzige hier, der nicht auch noch korrupt ist. Der Rest der Rekruten sieht einfach gepflegt weg, wenn es Probleme mit den Eintreibern des Triumvirats gibt. Dafür erhalten sie natürlich kleine Zuschüsse, die selbstverständlich aus den Taschen der Schürfer bezahlt werden. Lediglich Umar macht da nicht mit. Ich bezweifle sogar, dass er etwas von den Schmiergeldern weiß. Was ist mit anderer Arbeit? Gibt's hier etwa nichts anderes zu tun? Es gäbe schon die Aufgabe, einige Minecrawler aus ihren Nestern zu verjagen. Doch das wäre in meinem Zustand hochgradig leichtsinnig. Ich könnte höchstens noch als Wasserjunge für die Schürfer arbeiten. Oder den Eintreibern die Stiefel lecken. Hm.
Ich verstehe. Spannend. Gertrud und ihrem BH, Alter. Ich fass es nicht, Mann. So, Erfahrungspunkte bringt's alle mal. Die Fleischschwanzen zu töten. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Ey Mann, wo ist denn aber die Zara, diese Köchin? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gucke ich mal hier oben, was wir hier so haben. Ihr habt diese Zara noch nicht gefunden. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, dieses Triumvirat ist hier wohl so eine Bande von Eintreibern, die eigentlich... Ich frage mich eigentlich, unter wessen Führung stehen die denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier tatsächlich im Namen des Königs agieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Die Köchin habe ich immer noch nicht gefunden. Mal gucken, ob die hier vielleicht irgendwo ist. Nee, da kommen wir nur wieder dort hoch. Vielleicht ist die ja hier irgendwo. Da unten ist eine Holztür. Da könnte sie vielleicht sein. Eine Küche. Nee, sieht nicht so aus. Man verläuft sich hier echt ziemlich schnell. Eine Spitzhacke, ein Hammer, Bier, eine Karte dieser Mine. Das wäre mal ganz toll. Aber ich glaube, ich werde die Fleischschwanzen noch alle töten. Stille. Nee, doch nicht. Schade. Ey, es sind so viele. Ah, da ist er. Ich habe sie gesehen im Augenwinkel. Die ganzen Butler machen ja alle Pause. Hä? Ich wollte gerade sagen, wie kommt die denn bitte da hoch? Willst du, steck die Wasser weg. So. Fischsuppe, Gulasch. Okay. Na dann, Zara, was geht ab? Feiern die ganze Nacht. Verstehst du? Du bist die Köchin hier? Ja, ich bin Zara. Zu mehr als einer Köchin reicht es nicht, aber das ist nicht schlimm. Ich liebe es, wenn die Männer zu mir kommen und sich nach meinen Eintöpfen sehen. Machst du auch noch was anderes? Ich könnte eine leckere Fischsuppe machen, aber es wird hier kein Fisch geliefert von den Rekruten. Du hast keinen Ärger mit dem Triumvirat? Aber nein, wieso sollte ich? Ich bin doch kein Butler. Naja, ich dachte nur. Könntest du mir was Besonderes kochen, wenn ich dir die Zutaten bringe? Aber sicherlich. Oma schleppte vor kurzem noch ein paar Minecrawler-Zangen an. Keine Ahnung, wo er die her hatte, aber ich konnte aus dem wenigen Fleisch, das darin zu finden ist, noch einen guten Gulasch machen. Man muss die Zangen aufbrechen und die filigranen Muskelfasern herausholen. Klingt etwas unkonventionell, aber vielleicht in der Tat eine Delikatesse. Erst kürzlich kam einer der Rekruten und wollte wieder was von dem Crawler-Eintopf, doch ich musste ihn vertrösten. Der hat mir doch tatsächlich Gold angeboten, wenn ich ihm welchen mache. Aber ohne Crawler-Zangen ist da nichts zu machen. War die Zubereitung schwer? Ich musste die Zangen zwar stundenlang kochen, bis der bittere Geschmack weg ist, aber sonst hat es den Rekruten geschmeckt. Die meinten sogar, dass sie sich danach viel stärker fühlten. Ich konnte den Eintopf gar nicht mehr probieren, da alles so schnell weg war. Oma hat mich dafür doch glatt gelobt. 10 Stück sollten es aber schon sein, wenn du satt werden willst. Außerdem wäre Salz nicht verkehrt. Meins ist mir ausgegangen, aber das kannst du bestimmt beim Proviantmeister finden. Schön. Also wenn ich Crawlerzangen finde, dann bringe ich dir welche. Er bringt vielleicht sogar noch einen Stärkebonus oder so. Hier sind neue Lebensmittel vom Proviantmeister. Danke, die Lebensmittel habe ich dringend gebraucht. Die Lieferungen von der Stadt kommen auch jedes Mal später. Na gut, was soll's. Kann ich was zu essen haben? Aber sicher, lass es dir schmecken. Oh, nett. Wo finde ich den Proviantmeister? Der Proviantmeister ist in der Küche bei den Schlafplätzen im oberen Teil der Mine zu finden. Coole Sache. Dieser Ofen hier. Die Dunstabzugshaube des Ofens ist einfach mal der Übershit. Weißt du, so...
Das ist einfach dumm. Warum existiert die da? Da ist nicht mal eine Lüftung drin. Ja? Der Dampf, der da reinsteigt, der kann nicht mal abziehen. Der staut sich da drunter sogar. Das ist total sinnlos. Verstehe ich nichts. Was sind so Sachen, ey? Nems haben wir hier. Butler. Wer bist du? Ich bin Nems, ehemaliger Jäger und Butler. Bist du aus Asun oder gehörst du zu denen, die ihr Glück im Goldrausch gesucht haben? Ursprünglich bin ich aus Viranon, doch mittlerweile bin ich schon so lange auf Asun, dass ich mich kaum noch an meine Heimat erinnere. Hast du dort keine Verwandten? Nein. Meine Familie starb bei einem Hausbrand in der Kälte der Nacht. Ich habe als einziger überlebt. Diese Stimme von dem Sprecher, die kommt mir unfassbar bekannt vor. Die habe ich irgendwo anders schon mal gehört. Aber woher kenne ich die? Hab ich auf jeden Fall schon mal gehört. Tja, ich bräuchte jetzt mal ein Bett. Das wäre jetzt mal ganz cool. Dann könnte ich mich mal gepflegt schlafen legen. Flucht! Wie die abgehauen ist von mir. Komm her, du kleine Bitch. Oh, scheiße. Nein. Scheiße. Geil, Alter. Perfekt. Boah, leck mich am Arsch. Oh nein. Okay, wisst ihr was? Alles cool, ich spiele das nach. So, da sind wir auch wieder. An einem kurzen Cut. Und ich schaue mich hier mal weiter um. Tja. Oh. Sieh mal einer an. Da, speichere ich doch direkt. Aber ich weiß nicht, wie ich den Crawl an ihre Zangen abnehme, also von daher. Spielt auch keine Rolle. Aber die bringen natürlich ordentlich an Erfahrungspunkten. Also beschweren kann ich mich da eher weniger. Aber die Panzerplatten kann ich abnehmen. Ach ja, das habe ich gelernt neulich bei Garfs, glaube ich. Habe ich das gelernt wegen den Drachenschuppen. Weil ich einen Drachen finde, dass ich dem die Schuppen abnehmen kann und dass der mir eine Rüstung daraus baut. 5000 Roperie. So. Warte mal, mich würde es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht wundern, wenn da oben irgendwie ein Butler wäre, der sich vor diesen Crawlern gefürchtet hat. Aber das sieht nicht so aus. Okay, aber wäre lustig gewesen. So, das heißt, wenn wir hier tiefer in den Schacht hineingehen, dürften noch mehr Crawler kommen. Hey. Wie läuft die Arbeit? Das Leben hier ist entbehrungsreich. Die Arbeit fordert ihren Tribut. Wenn ich noch viel länger hier bleibe, dann gehe ich noch in dieser Schufterei zugrunde. Wieso bleibst du dann hier? Naja, es ist das verdammte Gold. Es zieht mich magisch an. Außerdem gibt es hier immer genug zu essen und Bier bis zum Abwinken, falls man es sich leisten kann. Verstehe ich. So, hier haben wir Fleischschwanzen. Die kann ich nicht am Leben lassen. Ihr könnt das nachvollziehen, nehme ich mal an. So, aber ich würde jetzt tatsächlich mich mal im Schürfen probieren. Oh, hier liegt ein Goldbrocken. Das ist ein Zeichen, dass ich an dieser Ader hier schürfen muss. Einfach mal hacken. Fähigkeit prüfen. Blutiger Anfänger, 0%. Kann wahrscheinlich durch Investieren von Lernpunkten bei irgendjemandem lernen, aber... Scheiß drauf, das mache ich jetzt nicht. Von daher. Und wenn mich irgendeiner von diesen Eintreibern versucht abzuziehen, dann haue ich dem die Fresse zu Klump. Das kann ich versprechen. So. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ja. Ach, hier haben wir die Wanze, die ich gerade nicht besiegen konnte. Ja, diesmal nehme ich die Leiter. Ich habe gelernt, dass ich dadurch länger lebe.
Also ich muss sagen, die Mine ist auch sehr schön gestaltet. Wunderbar. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Zack. Immer noch gleich eine Zange. Und eine Fackel. Eine unsichtbare Fleischschwanze. Leute, da ist wieder eine runtergefallen. Ha, habt ihr das gesehen? Warte mal. Die müsste hier oben liegen. Ja, oh, da ist sie. Du entkommst mir nicht. So, na gut. Soweit haben wir das hier rausgefunden und geklärt. Ja, jetzt ist die große Frage, wo kommen wir denn lang, wenn wir hier lang gehen? Ich glaube, hier gibt es noch so viele Gänge zu erkunden und zu erforschen, in denen ich noch nicht war. Minecrawler will ich auf jeden Fall noch ein paar jagen, um die Erfahrungspunkte einfach abzustauben. Riesig mit vielen Gefährlichen. Oh shit, Digga. Scheiße, ich weiß gerade gar nicht, warum ich da einfach so straight reingegangen bin. Ich kann es mir selber gerade gar nicht erklären. Aber ich habe glücklicherweise durch die Palette überlebt, die dort im Weg lag. Mit dir lege ich mich jetzt mal nicht an, sondern ich suche mir jetzt mal irgendwo ein Bett. jetzt sind wir hier wieder bei Zara. Gab es hier Betten? Das sieht ja gemütlich aus hier. Eine Truhe. Aber da komme ich nicht ran. Oh, Fackeln. Oh, cool, die nehme ich natürlich mit. Bier. Können sich alle... Toll. Nice. So, ach du Scheiße. Jetzt muss ich erstmal wieder wegkommen. So, jetzt. Geht's denn lang, wenn wir runtergehen? Hier war ich auch noch nicht. Geiler, dunkler Stollen. Die große Frage ist, kann ich aus den Goldbrocken, die ich hier habe, kann ich da auch irgendwelche Münzen prägen lassen oder so? So wie es in Gothic 2 die Nacht des Raben ist. Da unten läuft ein Eintreiber. Hey. Quatsch, wir hier einfach mal voll. Ich habe ein paar Fragen. Geh mir nicht auf den Sack. Was willst du? Hm. Kann ich auch ein Treiber werden? Nein. Wir nehmen nicht jeden, weißt du? Was geschieht mit dem ganzen Gold, das ihr einsammelt? Offiziell geht das alles ans Triumvirat. Hier unten der Boss zu sein, ist ganz schön teuer. Und was übrig bleibt, horten sie in ihren Kisten, auf denen sie wie die Goblins sitzen. Und inoffiziell bleibt ja auch noch der eine oder andere Brocken auf der Strecke. Nett, dass du mir das so einfach so sagt. Bin ja ganz solide zu sein, der Dude. Das Problem ist, ich habe echt Hemmungen, einfach so irgendwelchen Leuten hier aufs Maul zu hauen. Weil ich dann immer Angst habe, dass ich dann wieder meine ganze Erfahrung verliere. Durch das Zahlen der Strafe. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb bin ich da echt ein bisschen vorsichtig. So, hier oben gibt es nichts zu holen. Aber da ist ein Bett. Geil. Zwei Betten sogar. Stabil. Boah, schlafen wir erstmal hier. Ich will sagen, volle Lebensenergie wieder zum Glück. Super. So. Guck mal, wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Ach, hier bist du wieder, Morty. Okay. Ach, da ist die Gertrud wieder. Yo. Hier nacken Gertrud, ey. Geil. So, hier scheint es was zu holen zu geben, vielleicht. Vom Schlösser knacken, verstehe ich nicht. Goldbrocken gibt's hier stabil. So. Und Erfahrungspunkte habe ich gerade gehört. Gibt es ja auch noch. Hm.
Okay. Ah, hier ist eine Kiste, die ich öffnen kann. Ja, Wasser und 5 Spitzhacken. Das kann man immer gebrauchen. Sehr schön. Okay, wir gehen einfach mal weiter hier den Schacht. Ich bin gespannt, wo ich hier irgendwann mal rauskomme. Hier haben wir Stiernacken, Gertrud. Holger. Hey. Nee, du hast ja nichts zu melden. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, wieder im Hauptschacht. Ach, hier ist Frant. Oh, der sieht schon so fies aus, ey. Der sieht schon fies aus. Wird er 100 Pro auch fies sein. Sie nennen mich Ska. Wer bist du? Ich bin Franz, Mitglied des Triumvirats. Der Synchronsprecher, der hat bei Xeris Rückkehr auch einige Charaktere vertont. Dass der Urshak auch gesprochen hat, zum Beispiel. Und was machst du so? Eigentlich die Abgaben der Butler einsammeln. Aber momentan habe ich Wichtigeres zu tun. Was wäre das? Diese dreckige Schürfer namens Tyrus. Der hat mich doch tatsächlich angegriffen. Außerdem hat er seine Abgaben noch nicht bezahlt. Könntest du mir helfen, ihn zu finden? Wieso sollte ich das tun? Für Gold natürlich. Etwas mager. Was willst du denn noch? Ich will ein gutes Wort von dir beim Don. Okay, abgemacht. Ich setze mich für dich ein, wenn du mir mit Trias hilfst. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Dann geh mir aus den Augen. Wer ist denn der Don? Von einem Don habe ich hier noch nie was gehört. Keine Ahnung. Weiß nicht so genau, wer der Don sein soll. Na gut. Aber ich glaube, mehr haben wir jetzt hier nicht zu holen. Gibt's hier nicht zu holen. Und deshalb werden wir uns jetzt mal wieder zum Ausgang begeben. Denn wir haben ja auch in der letzten Folge die Quest bekommen, dass wir... Geht's denn jetzt hier raus, Mann? Ich habe keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir auch den Auftrag bekommen, im Snapperland 10 Snapper zu töten. Das steht jetzt erstmal ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Das ist mal furchtbar, wenn man sich hier verläuft. Ich glaube, jetzt muss ich hier rechts, genau, ne? Genau, jetzt bin ich wieder hier vom Hauptschacht, wunderbar. Ich meine, die Quest, die wir hier bekommen haben, die haben wir ja gelöst an sich. Von daher passt das. Rekrut. Jetzt muss ich diesen Eintreiber, der hier steht, ablenken, damit der Tyrus abhauen kann. Der Typ ist stabil, Mann, dem will ich helfen. So, ich speichere vorher mal. Keine Ahnung, wer der Don sein soll, aber spielt auch keine Rolle. Was machst du hier? Ich bewache den Ausgang der Goldstehenden Leitung. Wieso? Das geht dich nichts an. Wen suchst du? Geht dich nichts an. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Dann lass es drauf ankommen. Der Butler Tyrus schuldet uns Gold und will sich damit aus dem Staub machen. Ich habe ihn auf einem Gerüst gesehen. Hey, du Hackfresser. Also wenn ich sage, ich habe ihn auf einem Gerüst gesehen, dann würde ich den wahrscheinlich weglocken. Wenn ich sage, hey, du Hackfresser, dann kann ich ihn wahrscheinlich polieren. Hey, du Hackfresse, verpiss dich von hier. Was? Du willst einen aufs Maul haben? Komm her und hol dir deine Prügel ab. Na warte, du Mistkerl. Ah, der ist ja... Der kann ja gar nichts mit dem Teil. Ich kann mit dem Ding eh nicht umgehen. Ich nehme ihm das mal weg. Ich hoffe, der Tyrus hat es irgendwie... Weiß ich nicht. Vielleicht ist er jetzt auf der anderen Seite gespawnt. Das wäre natürlich cool. 5 Krautstängel. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich speichere jetzt einfach mal nicht. Weil wenn ich jetzt aus der Mine gehe und es hat nicht funktioniert, dann lade ich einfach nochmal neu. Ist ja gut.
gut, ich gehe ja schon. Aber das wirst du irgendwann bereuen. Verschwinde aus meinem Blickfeld. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Ist jetzt die Frage, hat das jetzt funktioniert? Also... Aktuelle Mission, erfüllte Mission. Ich sehe hier gar nichts, ey. Diesen Cursor, der ist ganz furchtbar. So, erfüllte Mission. Aktuelle Mission. Ich glaube, die Quest ist rausgestrichen worden. Boah, ich weiß nicht. Ich habe so viele Quests hier erledigt. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt suchen soll. Ist wahrscheinlich mit M, I oder Mine oder sowas fleckt, aber was, ich habe echt nicht mehr, es sind echt wenig Missionen, die ich hier erfüllt habe. Naja, was soll's. Hafen, Kloster, Unteres, nee, UM ist, es könnte UM sein. Das ist ja Karlshof auf jeden Fall, HF ist Hafen, UV ist Unteres Viertel, OH ist Orinshof. FL Freies Lager, KL Kloster, Sumpf, Kapitel 2, Kapitel 3. Ich gehe jetzt mal raus aus der Mine, testweise. Ich gucke einfach mal, ob das funktioniert hat. Ich lasse mich jetzt mal selber überraschen, ob das jetzt geklappt hat. Und dann schauen wir einfach mal, ob dieser Tieres jetzt hier draußen ist. Das kann ich mir vorstellen, aber mal sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nehme ich mal an, dass der in der Mine noch ist und dass ich dem sagen kann, hey, der Weg ist frei, verpiss dich. Oder so. Mal schauen. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Nee, Vador. Ah doch, hier ist er. Ja, cool. Scheinst ja gut rausgekommen zu sein. Ja, ich danke dir für deine Hilfe. Ich werde mich wohl in die Stadt begeben und versuchen, mir eine richtige Arbeit zu suchen. Viel Glück dabei. Ja, gut, der hat mir jetzt zwar... Das hat... Verdammt, ich habe bei all der Hektik mein Gold vergessen. Seriously? Und ich kann auch nicht mehr zurück. Nee, das geht nicht. Für mich holen. Ja, okay. Sicher. Wo soll ich suchen? Suchen ist schon mal der richtige Ansatz. Du wirst eine Spitzhacke brauchen, um das Gold zu heben. Was? Ich soll es für dich schürfen? Willst du mich verarschen? Muss das sein? Na klar. Ich muss das Gold doch irgendwo verstecken, damit die Eintreiber so mich nicht abzocken können. Ja, okay. Also, ich habe es an der Stelle vergraben, wo du mich gefunden hast. Such dort vor dem Getreidesack. Ich warte hier so lange, bis du zurück bist. Okay, ja, das ist okay. Das machen wir auch in dieser Folge hier noch. Das ist jetzt... Ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie zusammenschürfen oder so und dem bestimmte Anzahl an Goldbrocken geben. Aber lustigerweise hat mich niemand angesprochen und mir versucht, für meine Goldbrocken, die ich mit mir rumführe, ja, irgendwie was abzuziehen oder so. Also irgendwie eine Steuer oder so. Quatsch. Das ist jetzt nicht passiert. Da kann ich ganz froh sein. Aber selbst wenn. Ja gut, wenn das einer von diesen Eintreibern... Es wäre höchstwahrscheinlich einer von diesen Eintreibern gewesen. Und dem hätte ich halt einfach volles Pfund auf die Fresse gegeben. Ja? So und nicht anders. Mal gucken, nicht, dass ich den Stream hier dann verpasse. Oder verpasse zu streamen. Das wäre natürlich... Nicht so stabil, ja. Das wäre nicht so stabil, liebe Leute. Aber kein Problem, der ist ja direkt hier in der Nähe gewesen. Warte mal, da unten geht's ja aber auch noch lang. Da unten war ich ja auch noch gar nicht gewesen. Kein Wasser, gibt's nicht mehr. Okay, passt auf, wir machen Folgendes. Ich beende die Folge an der Stelle und in der nächsten Folge schaue ich mich hier unten nochmal um in der Mine. Und ich hole das Gold von Tieres. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, liebe Leute. Macht's gut. Und ciao.